Hello everybody, wir sind wieder zurück von Arizona, back in Nevada. Und wir sind jetzt in unserem nächsten Hotel angekommen, nach knapp 5 Stunden Fahrt. Und ja, es ist eiche rustikal, wie mein Freund so schön sagt. Aber für die Durchreise ideal, kann man machen. Günstig muss es sein und praktisch, mehr braucht man nicht. Lieber okay. Geld in Essen investieren, merkt euch das. Und in Zero-Zero-Getränke. Richtig. Ja, jedenfalls morgen fahren wir zum Death Valley, das ist von hier noch eine Stunde entfernt. Und jetzt fahren wir erstmal Sachen waschen, weil wir haben nichts mehr zum Anziehen. Wir brauchen saubere Schlüpper. Guckt euch mal den Himmel hier an. Gefühlt ist hier das Licht auch immer einfach geiler. So. Nächster Waschsalon, wir kommen! Du hast keine Fahrbremse oder so. Warum nicht? Weil die Kamera so steht. Filmt die auch oder was? Ja. Die filmen unseren ersten Crash. Hier drüben soll der Waschsalon sein. Achtung. Ach, hier hört man noch was. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, toll. Was für ein Übergang, ne? Wir haben uns gestern nicht mehr gemeldet, weil dann doch noch ein bisschen was schief gegangen ist. Im Waschsalon quasi. Ja, wir sind hingefahren und dann haben unsere Coins nicht gereicht. Obwohl ich extra richtig viele aufgehoben hatte. Und dann hatten wir unsere Wäsche da drin und hatten aber nicht genug Coins. Dann bin ich durch diesen ganzen Ort hier wie eine Bekloppte gefahren, um einen funktionierenden ATM zu finden. Es haben aber unsere Kreditkarten, alle vier, haben nicht in den ATMs hier funktioniert, was auch immer da los war. Wir müssen das heute mal mit der Bank rausfinden. Jedenfalls habe ich dann meinen Freund wieder abgeholt vom Waschsalon, haben die Sachen wieder aus der Waschmaschine genommen. Wir hatten vorher schon alle Coins, die wir hatten, reingesteckt. Die kamen natürlich nicht wieder raus. Ja, richtiger Fail. Und dann sind wir halt frustriert nach Hause gefahren. Und das Ding ist, wir müssen wirklich dringend waschen. Und mal sehen, wir müssen dafür jetzt auf jeden Fall noch Zeit einplanen. Was richtig nervig ist, weil eigentlich haben wir die nicht. Und ich wollte euch ja noch unser tolles Hotelzimmer hier zeigen, damit ihr mal seht, dass wir nicht immer nur tolle Hotels haben. Ja, so sieht das Hotelzimmer aus. Oh, sorry. So sieht das Hotelzimmer hier aus. Boden knarzt auch extrem. Es war okay für eine Nacht, aber länger wollte ich hier auf jeden Fall auch nicht bleiben. Das Hotel ist auch echt ein bisschen, naja, strange, finde ich. Aber es hat seinen Zweck erfüllt. So günstig war es jetzt vor allem nicht mal, oder Schatz? Das Hotel war gar nicht mal so günstig. Na, 68 Dollar. Ich dachte irgendwie, naja, 73 mit Steuern. Genau. Nein. Mit Steuern für 2 Personen nur zum Schlafen. Und es ist immer noch eine Stunde weg vom Death Valley. Muss man halt auch dazu sagen. Wenn man natürlich noch weiter drin schlafen will, gibt es halt nicht so viele Hotels. Und dann sind die auch echt teuer. Also so 300 Dollar die Nacht. Und ja, genau. Jetzt machen wir uns hier ready. Ich habe noch mein Schlaf-T-Shirt an. Ich muss jetzt natürlich mal gucken, was ich anziehe, weil ja meine ganzen Sachen irgendwie quasi in der Wäsche sind. Mal sehen. Aber heute wird es zum Glück warm, weil deswegen ist es immer extrem warm. Also ich denke so 22 Grad werden es vielleicht schon werden. Bin gespannt. Ach so, Schatz, und was für ein Platz ist hier in der Nähe? Area 51. Ja. Okay, und hier ist dieser weltberühmte Militärumlegeplatz, oder was? Militärumlegeplatz, oder was? Das ist eine Militärbasis der US Air Force. Und hier ranken sich ja die ganzen Geschichten um die abgestürzten UFOs und was die hier alles für Experimente mit denen machen. Deswegen steht hier auch überall Area 51 dran. Ja, hier sind das immer... Ist hier noch ein Stück weg, aber es ist hier in der Nähe. Deswegen sind ja auch überall Außerirdische auf den Plakaten und so. Das ist cool eigentlich. Das ist strange. Ja, aber dieser Ort hier, der heißt, was, Paramp? Ja. Paramp? Ich hoffe, ich spreche richtig aus.
Der ist echt strange. Ich habe auch übrigens den Ort, wo wir gestern waren, die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Ich habe die ganze Zeit Tusiana gesagt, aber es ist irgendwie Toysen oder so. Och, was weiß ich. Ich habe es dann mal im Radio gehört, wie der Ort eigentlich richtig ausgesprochen wird. Anyways, wir starten jetzt. Ab zu Dante's View. Das wird jetzt unser erster Stop im Death Valley sein. Und ja, das hier ist auf jeden Fall das Hotel Saddle West Hotel and Casino Paramp. Oder wie diese Bude hier auch immer heißt. Feuerrenate. In 7,7 Kilometer links abbiegen auf East Bellvista Avenue. Alles klar. Boy. Hier und da wollten wir gestern waschen. Tschüss. Toll, hier kannst du noch filmen, Area 51 Fireworks. Da steht's, Area 51. Gabriel, schlechte Nachrichten für uns. Und zwar war die Straße zu Dante's View komplett geschlossen. Das ja, hat uns jetzt gerade richtig doll geärgert. Aber gut, kann man nicht ändern. Wir sind zum nächsten geilen Punkt gefahren, das zeige ich euch. Und zwar zum Zabriskie Point. Auch sehr bekannt und liegt auch auf der Strecke, wenn man Richtung Furnace Creek fährt. Ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall hier. Das hier ist jedenfalls dieser Punkt. Und so sieht das aus. Richtig schön. Und überlegt mal, im Sommer sind hier um die 45 Grad. Also das ist kaum auszuhalten. Deswegen genießen wir hier auf jeden Fall den Ausblick jetzt sehr und die Zeit, weil im Sommer würde man sich hier ja nur abquälen. Kleiner Fotograf. Mach auch nur mal ein Bild von mir, bitte. Ja, mache ich. Und man ist ja fast ganz allein. Nur ab und zu mal ein paar Chinesen. Das ist kein Chinese. Ich mache aber auf N. Ja, das stimmt. Deine Kamera. Obwohl es uns immer noch sehr ärgert. Egal, wir haben jetzt gerade getankt. Das ist nämlich auch so eine Sache im Death Valley. Ihr solltet unbedingt vollgetankt hierher fahren. Wir hatten noch die Hälfte vom Tank ungefähr und das ging jetzt ratzfatz leer, weil das halt echt Strecken sind. Das ist krass. Und hier ist das Benzin halt unfassbar teuer. Also teuer für amerikanische Verhältnisse. Die Gallone hat ja über 4 Dollar, ich glaube 4,30 Dollar oder so gekostet. Und wir haben gestern zum Beispiel für 2,65 Dollar getankt, die Gallone. Also es ist schon ein erheblicher Unterschied. Jedenfalls werden wir jetzt mal das Visitor Center suchen, um dann ein bisschen WLAN zu schnorren. Denn wir müssen mal schauen, wo wir jetzt als nächstes hinfahren. Entweder zum Bad Water Point, das ist so der tiefste Punkt hier. Ich glaube 86 Meter unter dem Meeresspiegel. Oder wo wir als nächstes hinfahren, gell Schatzi? Was soll ich sagen? Nee, ich habe nur gesagt, wir fahren jetzt mal zum Visitor Center, um WLAN zu bekommen.
Damit wir wieder eine Route haben, weil ihr habt hier einfach kein Netz. So. Typisch Nationalpark. Und ja, das ist so der Plan für heute. Und gegen Mittag, jetzt ist es 8.45 Uhr, gegen Mittag werden wir dann Richtung Sequoia National Park aufbrechen. Ich muss auch noch eine Unterkunft für heute Abend buchen, habe ich noch nicht gemacht. Aber ich weiß halt auch noch nicht so genau, wo wir landen. Guck mal, da ist das Visitor Center. Das Valley ist auf jeden Fall unfassbar schön. Und nichts los. Und hier werden wir die jetzt mal fragen, warum Dante's View geschlossen ist. Also wir sind jetzt hier. Wir haben jetzt gerade nochmal gefragt, was jetzt die beste Route ist, um dann in den Sequoia National Park zu fahren. Wir fahren die Badwater Road runter bis hierhin, um genau zu sein. Man kann hier natürlich noch weiterfahren. Und dann müssen wir leider Gottes wieder komplett zurück. Dann fahren wir die hier hoch, hier runter, Richtung, genau hier runter, Richtung Ridgecrest und dann nach Bakersfield zum Sequoia National Park. So, erster Punkt, Golden Canyon. Also wir haben jetzt mal gefragt, warum die Route, die Straße zu Dante's View gesperrt ist. Die hatten vor einigen Tagen hier einen Wintersturm und da ist die komplette Straße ist voller Eis und voller riesen Eisbrocken und deswegen musste die leider gesperrt werden, weil die Route zu Dante's View ist auch ziemlich abenteuerlich und geht dann ziemlich steil hoch, damit man eben einen kompletten Überblick über das ganze Tal hat. Okay, naja, dafür machen wir jetzt halt ein paar andere schöne Sachen. Bergsteigen ist auch okay. Zum Beispiel. Ich will einen Botten hier, ey. Ja, so ungefähr war das beim Grand Canyon nur alles mit Eis. Und ein Abgrund. Selbst wenn man da runter schlittert. Von einem beeindruckenden Punkt zum nächsten. Devil's Golf Course. Mega geil. Und nur wir. Wobei jetzt gerade noch welche kommen. Warum heißt das so? Wie der Name schon sagt, weil hier der Teufel Golf spielen könnte. Geil. Natural Bridge im Hintergrund. Hältst du hier? Sehr schön.
Aber viele Leute und abenteuerlicher Weg. Viele Leute? Na, die Gruppe. Na ja, hier war jetzt gerade eine kleine Tourgruppe, die eine Führung gemacht haben. Aber ansonsten. Also hier hoch zu ist ein kleiner Hike. Aber geht. Wenn selbst mein Dickie das schafft. Ich bin wanderlustiger als du. Das stimmt. Ich hasse Wandern. So, hier sind wir jetzt am tiefsten Punkt. Unser letzter Stopp, vermutlich im Death Valley. Sieht mega, mega cool aus. Stinkt nur so ein bisschen. So, ich mache jetzt hier einen auf Karten lesen, weil Navi ist ja nicht, kein Empfang. Und wir müssen jetzt weiter durch den wilden Westen. Ein ganzes Stück jetzt. Sind gut versorgt. Wir haben hier so ein richtig geiles Red Bull Zero sogar. Crisp Pear. Bin gespannt, wie das schmeckt, aber ich mag Birne übelst gerne, deswegen denke ich, wird das richtig geil sein. Schatz hat wie immer eine Dr. Pepper Cherry Diet. Dann haben wir hier noch, auch so typisch amerikanisch, solche Käsesticks. Sind halt echt lecker, muss ich sagen, aber über den Müllverbrauch darf man hier halt echt nicht nachdenken. Und wir müssen auf jeden Fall nochmal euch mitnehmen zu einem Einkaufsvideo, wo wir mal alle geilen Sachen so zeigen. Also gerade so die Getränkeabteilung, das ist sowas von krank krass, was es alles für Getränke gibt, vor allen Dingen, was es auch für Säfte in Light gibt, beziehungsweise zuckerfrei, Protein, Juices und alles mögliche, das ist total krank. Ja, müssen wir euch auf jeden Fall unbedingt nochmal zeigen, wenn wir nochmal in Target gehen. Ja, oder sowas. Ich denke, wir sollten aber ein eigenes Video dazu machen, in, keine Ahnung, USA Supermarkt, Supermarket-Video oder so. Und vielleicht habt ihr es ja schon gesehen, bei Instagram habe ich jetzt ein Foto von Marie gemacht mit einem Yard Snickers. Ja, zum Beispiel sowas, genau. Ist auch geil von der NFL. Sowas ist natürlich immer so ein kleines Highlight, dass wir dann mal alles zeigen. Ja, genau. Das machen wir auf jeden Fall. Ich weiß, dass das ja viele von euch auch interessiert. Und ja, jetzt fahren wir erstmal ein paar Stündchen. Leute, ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn ihr hier seid, fahrt auf jeden Fall diesen Artist Drive lang. Der ist ja sowas von geil. Das, also man fährt einfach mitten durch die Felsspalten durch und man hat so einen geilen Ausblick, das ist unfassbar toll. Das Schönste habt ihr jetzt natürlich schon verpasst, das habe ich jetzt nicht gefilmt, weil ich so beeindruckt war. Und für Leute, die Spaß am Autofahren haben, wie Schatzi, ist das auch was, gell? Macht Spaß. Ja. So, ihr Lieben, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt im Sequoia National Park angekommen, beziehungsweise kurz davor, und zwar im Three Rivers, also in Three Rivers, so. Im Best Western Lodge oder so heißt das Hotel. Wir sind jetzt über sechs Stunden, oder Schatzi? 9 Stunden sind wir gefahren. Naja, aber von... Ja, insgesamt heute sind wir 9 Stunden gefahren. Okay, also in etwa, wenn man durchfährt, sind es vom Furnace Creek bis hierher 6 Stunden. Aber wir sind ungefähr 9 Stunden insgesamt gefahren, weil man ja auch extrem lange durchs Death Valley fährt. Jedenfalls, ich zeige euch mal ganz kurz so im Groben das Hotelzimmer. Ohne Schatzi zu filmen, weil der ist gerade ein bisschen kaputti. Der möchte seine Ruhe haben, was vollkommen okay ist, weil er ist heute den ganzen Tag Auto gefahren. Ja, das hier ist das Bad, also recht unspektakulär. Das hier ist das Zimmer, kleines Waschbecken.
Und ja, ist okay für eine Nacht. Jedenfalls haben wir jetzt das Problem zu dieser Jahreszeit, dass viele Straßen, also dass einige Straßen geschlossen sein können. Das heißt, wir müssen morgen erstmal in das Visitor Center fahren und fragen, welche Straßen offen sind. Ich hoffe jedenfalls, dass die Hauptstraße soweit alles offen ist. Ich meine, es gehört dazu. Wir wussten ja, worauf wir uns einlassen. Es ist ja auch ein Stück weit Abenteuer, nicht zu wissen, was auf einen zukommt. Aber ja, es ist natürlich aufregend, weil man nicht so richtig weiß, ob alles klappt und funktioniert. Und ja, seid also gespannt, wie es dann so morgen weitergeht, wie es dann so aussieht. Wir freuen uns jedenfalls sehr auf die nächsten Tage, hoffen, dass der Vlog euch gefallen hat. Schaut euch auf jeden Fall die restlichen an und schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas Besonderes sehen wollt oder wenn ihr zu irgendwas Fragen habt, dann können wir darauf nochmal näher eingehen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!